Hast du vielleicht so ein bisschen den Rundrücken und sind deine Schultern leicht nach vorne gezogen? Kann das sein, dass deine Körperhaltung generell nicht so richtig aufrecht ist? Das Problem gehen wir heute an. In diesem Video möchte ich mal so ein bisschen mit euch schauen, was da eigentlich los ist, wenn man einen Rundrücken und vorgezogene Schultern hat. Und dazu möchte ich mit euch zum einen erstmal in die Anatomie des Schultergürtels reingucken und danach zeige ich euch 8 Übungen, mit denen wir das ganze Problem angehen können. Packt also mal Zettel und Stift aus und dann legen wir los. Viel Spaß! So, dann beleuchten wir mal das ganze Problem. Als allererstes habe ich mal einen Test für euch, mit dem ihr rausfinden könnt, ob ihr dazu neigt, dass eure Schultern nach vorne ziehen und ihr einen Rundrücken habt. Und dazu einfach mal die Arme und die Hände alles mal entspannt locker an der Seite hängen lassen. Und dann schauen wir uns nämlich an, wohin der Daumen zeigt. Bei mir seht ihr jetzt, das Ganze zeigt nach vorne, also in eure Richtung, und die Handinnenflächen zeigen so nach innen. Bei den Leuten, wo die Schultern so ein bisschen nach vorne ziehen und der Rundrücken kommt, da ist das so, dass das Ganze sich so nach innen rotiert. Das heißt, jetzt zeigen die Daumen nach innen und die Handfläche zeigt nach hinten. Und dann seht ihr auch schon so ein bisschen, die Schultern, die drehen so mit nach vorne. Und dann passiert nämlich genau das, dass diese vorgedrehten Schultern kommen und der Rundrücken so entsteht. Das ist ein super Test, um das Ganze rauszufinden. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, warum passiert das Ganze überhaupt? Und das Ganze ist eigentlich ein sehr muskuläres, anatomisches Problem. Zum einen ist es nämlich so, dass wir auf der Vorderseite, das heißt die ganze Brustmuskulatur, alles was hier vorne liegt, das ist so ein bisschen verkürzt und verspannt und zieht zusammen. Und gleichzeitig ist es so, dass alles was hier hinten liegt, am Rücken, das schwach ist und quasi so in diese Länge gezogen wird und nicht mehr so stark genug ist, um gegenzuhalten. Und das sind nämlich diese zwei Faktoren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite irgendwas, was verspannt und verkürzt ist und auf der anderen Seite irgendwas, was viel zu lang ist, zu schwach ist und nicht mehr so richtig gegenhalten kann. Und genau das Problem entsteht sehr oft beim Kraftsport. Das heißt, ein großer Teil der Kraftsportler haben das Problem viel mehr als die Leute, die keinen Sport betreiben. Und das ist, weil sehr oft eben Brust trainiert wird. Das heißt, wir machen viel diese drückenden Bewegungen, wollen immer schön die Brust und alles auftrainieren und ja, vernachlässigen so ein bisschen hinten diese Muskulatur am Rücken und dann verkürzt sich das alles, alles zieht nach vorne und wir sind so ein bisschen ja, in dieser Rundrückenhaltung. Und das Ganze wollen wir jetzt wieder aufmachen. So, jetzt schauen wir ein bisschen in die Anatomie rein, was genau da los ist. Zum einen haben wir den Pectoralis Major, das ist der große Brustmuskel. Der ist schon mal so ein bisschen verspannt und verkürzt und alles zieht so nach vorne. Zum anderen haben wir den Pectoralis Minor, der genau das gleiche Problem hat. Auch der ist verkürzt und verspannt und genau das kommt eben von diesem Brusttraining und ja, einfach viel zu viel Belastung vorne auf der Seite des Körpers und zu wenig Ausgleichsbelastung auf der Rückseite des Körpers. Und dann haben wir auch noch so eine Verspannung in dem oberen Trapeziusmuskel. Das ist quasi das Problem, wenn wir dann so nach vorne gezogen sind, dass wir dann anfangen, den Kopf so in den Nacken zu nehmen, damit wir trotzdem nach vorne gucken können. Und dann verspannt nämlich auch noch hier oben der Trapeziusmuskel, der dann auch noch so ein bisschen in dieser Kette mithängt. Also das sind erstmal diese drei Hauptmuskelgruppen, die verspannt sind. Dazu gehören natürlich auch noch viele andere Gruppen, so kleinere Muskeln, aber damit ihr so ein Bild dafür bekommt, das ist alles, was hier vorne stattfindet, was verspannt und verkürzt ist, plus dieses, wir gehen den Kopf in den Nacken, um das Ganze auszugleichen und kommen dann in diese Rundrückenhaltung rein. So, jetzt kommen wir auf der Rückseite zu den Muskeln, die dann wiederum zu schwach sind. Und das ist dann zum einen der mittlere und der untere Trapezius, der einfach da nicht mehr diese genügend Kraft hat, die Schulterblätter zusammenzuziehen und alles wieder so aufzurichten in diese Gegenbewegung. Dann haben wir den Serratus anterior, der auch zu schwach ist. Und als letztes generell auch alle Muskeln, die zu dieser Rotatorenmanschette gehören, die zum Beispiel dafür da ist, dass wir diese Außenrotation im Schulterblatt haben. Denn das Problem ist sehr oft durch dieses Verspanntsein vorne, haben wir diese Innenrotation, dass quasi das passiert, was ich euch eben gezeigt hatte mit den Handgelenken, und haben nicht mehr diese Außenrotation. Und das ist genau diese Rotatorenmanschette, die eben auch einfach zu schwach ist. Und die müssen dann wiederum auftrainiert werden. So viel zur Theorie. Jetzt zeige ich euch als allererstes mal die 4 Übungen, mit denen wir die Vorderseite aufdehnen und locker bekommen. Denn das ist erstmal wichtig, um diesen Range of Motion irgendwie zu erhöhen und irgendwie diese Bewegungsfreiheit wiederherzustellen. Und danach kräftigen wir dann die Rückseite, um das alles auch wirklich festzumachen und dass die Muskulatur von selber das Ganze auch wieder halten kann und wir wieder aufrecht stehen können. Wir legen los. Viel Spaß! So, als allererstes fangen wir an mit der Faszienrolle. Die kann ich euch generell eh empfehlen, weil die einfach in vielen Bereichen sehr gut tun kann. Denn was wir jetzt als allererstes machen, ist die Brustwirbelsäule mal so ein bisschen zu öffnen tatsächlich. Das heißt, wir legen die Faszienrolle auf den Boden und dann gehen wir mal mit der Brustwirbelsäule auf die Rolle drauf und wollen jetzt mal uns hier so einsinken lassen und einfach mal wirklich hier alles öffnen. Wichtig dabei ist, dass ihr jetzt hier am unteren Rücken nicht in diese Ausweichbewegung reinkommt, also in dieses Hohlkreuz,
sondern bleib wirklich neutral und lass es mal so wirklich in die Brustwirbelsäule reinsinken und mal wirken. Ihr könnt dann auch so ein bisschen noch hier rumprobieren und einfach mal wirklich alles öffnen, was normalerweise eben so nach vorne gebeugt ist. Das wollen wir jetzt mal so wirklich mit Druck erstmal so ein bisschen öffnen und ein bisschen weicher bekommen. Die Übung könnt ihr so, ich würde mal sagen, 40 Sekunden ungefähr halten. Spielt da so ein bisschen rum, rollt einfach mal ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten. Einfach so ein bisschen da gucken, wo ihr merkt, oh, hier ist es wirklich verspannt. Drauf liegen bleiben, reinatmen, durchatmen und mal so wirklich in diese Entspannung auch reingehen. Dass es wirklich mal zulässt, dass die Rolle da reindrückt und wir das Ganze mal so ein bisschen weicher bekommen. So, für die nächste Übung braucht ihr ein Terraband. Ihr könnt aber, wenn ihr keins habt, auch gerne ein Handtuch nehmen. Wir wollen nämlich jetzt Banded Circles machen. Damit wollen wir einfach nochmal so ein bisschen vorne die ganze Brustmuskulatur mobilisieren und alles durchbewegen. Das heißt, das ist eher eine etwas dynamischere Bewegung und kein statisches Stretchen. Und was ihr macht, ist einfach das Band zu nehmen. Ihr haltet das vor euch, zieht das so ein bisschen auseinander. Und jetzt machen wir wirklich einen Kreis. Einmal bis nach hinten. Und wieder nach vorne. Und das jetzt einfach im Wechsel. Wichtig bei der Übung ist es nämlich jetzt, dass ihr mit den Schultern unten bleibt. Das heißt, ihr macht nicht das hier und irgendwelche Ausweichbewegungen, sondern whoop, alles runterziehen, wirklich aktiv, die Schultern bleiben unten und dann die Bewegung. Und ihr werdet merken, am Anfang müsst ihr wahrscheinlich sehr weit auseinandergreifen. Ist auch gar nicht schlimm. Es geht einfach darum, dass ihr merkt in der Brustmuskulatur, wow, das ist echt ein krasser Stretch. Das zieht wirklich die Muskeln auseinander und dann machen wir ein paar Wiederholungen, um mal den ganzen Muskelapparat zu zeigen. Hey, guck mal, den Bewegungsradius, den brauchst du eigentlich. Ich zeige euch das Ganze auch nochmal von der Seite. Und dann macht ihr die Übung auch einfach so 30, 40 Sekunden lang. Aufrecht stehen wirklich, ganz gerade und lang bleiben und dann ein paar Wiederholungen machen, damit wir hier schon mal so alles so ein bisschen durchbewegen und weicher bekommen. Als nächste Übung machen wir dann den Chest Opener. Der Chest Opener sieht so aus, dass ihr die Arme hinter dem Rücken einmal wirklich hier so ineinander die Hände verkreuzt und dann wollt ihr das Ganze hier wirklich ziehen. So, jetzt erkläre ich euch erstmal die Übung, wie die funktionieren soll. Wichtig ist es nämlich dabei, dass wenn die Hände ineinander verschränkt sind, ihr nicht so nach vorne seid, sondern das Kinn geht wirklich nach hinten. Ihr wollt einen langen Hals haben, wirklich aufrecht bleiben und dann zieht ihr zum einen die Schultern wirklich nach unten und zum anderen wollt ihr dann nicht diese Ausweichbewegung haben im Rücken, sondern wir wollen trotzdem gerade stehen. Schulterblätter ziehen wirklich hier hinten zusammen und dann runter. Und keine Ausweichbewegung, sondern wirklich gerade und lang stehen bleiben. Und das Ganze dann mal halten und ihr merkt schon, boah, das hat so einen richtigen Zug, auch wirklich hier wirklich alles vorne, das macht so ein bisschen das Ganze auf. Und dann wirklich aktiv hinten die Schulterblätter zusammendrücken und alles runterziehen und mal wirklich in diese Position reinbringen, in der ihr eigentlich sein müsstet, was dann wirklich aufrecht ist. Und das Ganze dann auch wieder so 30 bis 40 Sekunden lang halten, um dem Muskel einfach Zeit zu geben, nachzugeben und mal wirklich da diesen Stretch zu fühlen und alles aufzumachen. Als letzte Übung haben wir dann noch den pectorales Stretch. Das heißt, wir wollen jetzt wirklich hier vorne das alles nochmal intensiv aufdehnen. Dafür gehen wir an einen Türrahmen und dann, kennt ihr diese Dehnbewegung vielleicht schon so, die Schulter und der Ellenbogen sind auf einer Linie und dann wollen wir wirklich hier rausdrehen. Aber jetzt kommt das Besondere. Was wir jetzt machen ist, wir rotieren external wirklich den Ellenbogen nach hinten aktiv. So, und jetzt gehen wir in die Dehnung erst rein und wirklich hier aktiv nach hinten drehen im Schultergelenk, während wir in die Dehnung reingehen. Und dann haben wir nämlich wirklich das, dass wir in gedehnter Position des Muskels aktiv hinten noch rausdrehen im Schultergelenk und da wirklich alles aktivieren, damit da wirklich mal diese externe Rotation passiert und wir wirklich das währenddessen hier auch alles aufgedehnt bekommen und das Ganze mal wirklich lang und geschmeidig machen. Da würde ich sagen, das Ganze auch 30, 40 Sekunden lang halten auf beiden Seiten und dann solltet ihr mit dem Stretching-Part schon mal durch sein. Jetzt sind wir bei dem Kräftigungspart angekommen. Das heißt, jetzt wollen wir wirklich diese ganze Muskulatur, die hier hinten liegt, kräftigen und wieder stabil machen, dass sie wieder alles so aktiv zurückziehen kann und uns wieder so aufrecht halten kann. Als allererstes fangen wir daher mit Bandpulls an. Das heißt, jetzt brauchen wir ein Terraband. Das greifen wir, Hände sind auf Schulterhöhe und dann ziehen wir das auseinander und dabei drehen wir dann auch den Arm ein. Das heißt, ihr seht, erst greife ich so mit dem Obergriff und bei der Bewegung drehen sich dann meine Hände, dass sie dann eben mit dem Daumen quasi nach oben zeigen. Und damit trainieren wir jetzt wirklich hinten
dass diese Schulterblätter wieder zusammenziehen und wirklich mal diese Kraftaktivierung reinkommt, um die Schultern wieder aufzudrehen und wieder alles gerade zu machen und zu stabilisieren. Hier wirklich darauf achten, Arme gerade, das heißt jetzt nicht irgendwie mit gebeugten Armen das Ganze machen, sondern bleibt schön lang und dann auch hier wieder nicht die Schultern hochnehmen, alles wieder runterbringen. Schultern sind wirklich hier, die sitzen unten und dann zieht ihr das Ganze auseinander. Und davon würde ich auch sagen, macht ihr mal so 30 bis 40 Sekunden die Wiederholungen mit wirklich kontrollierten Bewegungen und wirklich so weit nach hinten ziehen, wie es geht, um da wirklich diese Aktivierung in den Schulterblättern zu haben, dass sie wirklich zusammenziehen. So, als nächste Übung machen wir weiter mit den Y-Raises. Dafür braucht ihr wieder das Terraband. Ihr greift es wieder so ungefähr wie eben. Jetzt zieht ihr es wieder so ein bisschen auf Spannung. Das heißt, wir aktivieren schon mal vor. Und was wir dann machen ist, wir ziehen nach oben. Bis hier und wieder nach vorne. Achtet auch hier dabei darauf, nicht das hier zu machen, sondern setzt wieder die Schultern wirklich runter, aktiviert alles, versucht hinten die Schulterblätter zusammen und nach unten zu ziehen und dann die Bewegung zu machen. Und dann werdet ihr auch merken, wenn ihr hier oben seid, oh, das zieht richtig hinten die Muskeln zusammen. Und das ist super für den oberen Bereich des Rückens, damit wir auch hier wirklich die Aktivierung reinbringen und alles nochmal so kräftigen können. Auch nochmal von hinten das Ganze. Hier wirklich langsame Bewegungen. Ihr könnt auch wirklich oben kurz mal halten und dann geht ihr wieder nach vorne. Und auch hier würde ich sagen, macht mal 30 bis 40 Sekunden davon. Ihr werdet merken, das wird richtig brennen. Als letzte Übung kommen wir dann zu den External Rotations. Hier auch wieder mit dem Terraband. Was wir jetzt machen, sind quasi diese Bewegungen. Das heißt, wir rotieren auseinander. Wichtig ist hierbei, dass ich euch nochmal sagen will, um die Bewegung richtig auszuführen, dürft ihr jetzt nicht in dieser vorgebeugten Haltung sein, weil wenn ihr das dann macht, irgendwie das bringt alles nichts. Jetzt geht es wirklich darum, dass ihr euch bewusst immer noch aufrichtet, das gilt sowieso für alle Übungen immer, bewusst nach hinten die Schulterblätter zusammen und runter und dann macht ihr diese Bewegung. Dann habt ihr wirklich diese externe Rotation, könnt so ein bisschen mit dem Terraband spielen, wie weit ihr greifen wollt und dreht dann die beiden Arme nach außen. Dann merkt ihr richtig, das ist jetzt die Rotatorenmanschette, die hier gekräftigt wird. Was wir nämlich jetzt hier wirklich erzielen wollen, ist dieses Innenrotieren, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Dem wollen wir jetzt wirklich aktiv entgegenwirken mit der Rotatorenmanschette, dass wir die stärken und alles so nach außen rotiert wieder. Und dafür packt ihr das Ganze von unten, haltet die Ellenbogen so vor dem Körper. Ihr seid gerade, Schulterblätter ziehen runter und dann zieht ihr auseinander und macht auch davon so 30, 40 Sekunden mal wirklich durchziehen und mal schauen, wie sich das anfühlt, wenn man die Schulter wieder wirklich aus Kraft heraus external rotiert. Und dann merkt ihr das schon richtig hier überall. Ach, das macht gut, das macht stark. Als nächste Übung haben wir die Banded Rotators. Dafür braucht ihr jetzt eine Tür und dann werden wir mit dem Terraband hinter die Türklinke gehen, das da befestigen, sodass es jetzt ungefähr hier ist. Und dann merkt ihr auch schon so, hey, das ist eigentlich eine ganz gute Höhe. Denn was wir jetzt machen wollen, ist diese externe Rotation in dem Schultergelenk. Und dafür müssen wir so ungefähr 90 Grad im Ellenbogen haben. Und dafür ist oft die Höhe der Türklinke perfekt. Dann greifen wir das Ganze. Wie ihr das greift, sei mal dahingestellt. Ich kann euch aber empfehlen, das von unten zu greifen. Und dann machen wir eine externe Rotation im Schultergelenk und wollen wirklich hier die Rotatorenmanschette aktivieren und nach außen drehen. Denn wie ich euch das schon am Anfang gezeigt hatte, diese Innenrotation, zu der man neigt, da müssen wir jetzt gegenarbeiten. Wichtig hierbei ist es, dass der Ellenbogen am Körper bleibt. Das heißt nicht irgendwie hier so rausziehen, sondern wir bleiben wirklich eng am Körper und arbeiten nur im Schultergelenk über die Bewegung, über die Drehung und wollen dabei gerade stehen. Auch hier wieder keine Ausweichbewegung nach oben machen, sondern wir wollen die Schulterblätter nach hinten ziehen und nach unten ziehen, gerade stehen und dann erst anfangen, weil nur dann haben die Übungen auch wirklich Sinn. Wenn wir so nach vorne gebeugt sind und das machen, werdet ihr merken, da kommt nicht so viel an. Ihr müsst immer in der Zielbewegung sein, also da, wo ihr hin wollt, in diesem aufrechten Stand und dann machen wir das Ganze und auch hier wieder 30, 40 Sekunden durchziehen und ihr werdet auch hier merken, das wird ordentlich brennen.
So, das waren 4 effektive Dehnübungen und 4 Kräftigungsübungen, um mal dem Rundrücken und den vorgezogenen Schultern den Kampf anzusagen. Ich hoffe, ich konnte dir so ein paar hilfreiche Tipps geben und dir weiterhelfen. Generell würde ich dir empfehlen, das Workout so 3 bis 4 Mal pro Woche zu machen und dann mal langfristig zu schauen, wie sich deine Körperhaltung verändert. Generell ist es wie bei vielen Dingen im Leben so, dass ja, Beständigkeit einfach der Schlüssel zum Erfolg ist und gib nicht zu früh auf, mach es wirklich mal einen längeren Zeitraum und dann wirst du auch Erfolge sehen. Wenn du generell noch mehr für deine Gesundheit tun willst, kann ich dir empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren, denn wir posten 2 Mal pro Woche Workouts, um dich einfach generell fit zu halten und gesund zu bekommen. Ich bedanke mich, dass du dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.